So ein Permanentmarker ist praktisch, hat aber auch seine Tücken. Wenn man Kinder hat zum Beispiel oder den Stift unterschätzt, schon hat man ein Smiley auf der Tapete und da hilft dann nur noch drüber streichen. Ein wahrer Wunderstift. Was er alles kann, wir zeigen es Ihnen in unserem Produktscan. Er ist ein versteckter Superheld unter den Stiften und manchmal ein richtiger Fiesling, der Permanentmarker. Es gibt kaum etwas, worauf er nicht schreiben kann. Heiß, fettig, glatt. Wo er seine Tinte verteilt, da bleibt sie auch erstmal. Hartnäckig. Er kostet 2 bis 3 Euro und es gibt ihn in 20 Farben und seit mehr als 50 Jahren. Wir lüften das Geheimnis, warum seine Tinte so gut hält und wie man sie im Zweifelsfall wieder wegbekommt. Auf den Permanentmarker ist eben Verlass, in fast allen Lebenslagen und auf fast allen Oberflächen. Hier beginnt seine Reise, in Bautzen bei Dresden. In diesem Werk rollt er seit 1994 vom Band. Vorher wurde unser Permanentmarker in Asien produziert. Seine Wiege hat er aber hier in Deutschland. Wir begleiten einen klassischen Alleschreiber bei seiner Entstehung. Hier kommt gerade der Rohstoff an. 120 Tonnen Plastikgranulat strömen in diese riesigen Silos. Winzige Kunststoffkügelchen, über meterlange Rohre flitzen sie direkt in die Spritzmaschinen. Doch was hat dieses Plastikkonfetti mit unserem Permanentmarker zu tun? Aus diesem Rohmaterial werden nahezu alle Teile dieses Stiftes, alle Kunststoffteile dieses Stiftes gespritzt. Hier an dieser Maschine sehen wir, wie die Kappe entsteht. Jedes Plastikteil an unserem Stift entsteht aus diesem Rohstoff. Die Kappe, das Mundstück und der Schaft. Werksleiter Jörg Schimkus weiß genau, welches Teil gerade an welcher Maschine gespritzt wird. Die Maschinen erhitzen das Plastikgranulat, bis es schmilzt und spritzen die flüssige Masse dann in die Formen. Diese Maschinen müssen millimetergenau arbeiten. Diese Plastikreste, an denen die fertigen Schafte hängen, rutschen in den Schredder und kommen zum Plastikgranulat. Ein Kunststoffkreislauf, aus dem später Stifte entstehen. Aber wie wurde unser Permanentmarker eigentlich so erfolgreich? 1950 steigen Karl Wilhelm Edding und sein bester Freund Volker Detlef Ledermann mit gerade mal 500 Mark Startkapital in den Handel mit Schreibwaren ein und importieren zuerst Filzstifte aus Japan. Bald reicht ihnen die Qualität nicht mehr und sie entwickeln selbst einen Stift. Der Klassiker schlägt sensationell ein. Sie benennen ihn nach Karl Wilhelms Nachnamen, den kann man sich besser merken. Heute ist dieser Name das Synonym für alle Permanentmarker. Zu den ersten Abnehmern gehören Speditionen und Betriebe aus der Lagerwirtschaft. Der Marker schreibt auf fast jeder Oberfläche und aus jedem Winkel. Kein Wunder, dass aus einer ehrgeizigen Idee ein Alltagsbegleiter geworden ist. In Büros, im Handel oder auf Baustellen. Doch was macht diesen Stift so einzigartig? Mittlerweile produzieren Maschinen und Roboter die Stifte in Bautzen massenweise. Rund 50.000 Stifte entstehen hier täglich. Was den Permanentmarker aber letztlich zum Superhelden macht, ist natürlich die Tinte. Nur wegen ganz besonderer Tintenzutaten schreibt unser Stift auf so vielen Oberflächen. Der Farbstoff allein hält nicht. Ein organisches Lösungsmittel hilft der Farbe, sich gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen. So funktioniert das aber auch bei gewöhnlichen Stiften. Das Geheimnis unserer Permanenttinte: hochwertige Harze. Die sorgen dafür, dass der Farbstoff förmlich auf der Oberfläche klebt und nicht durch Wasser oder andere Lösungsmittel abgeht. Deshalb haftet die Tinte besonders gut, auch auf glatten Oberflächen, wo andere Stifte keine Chance haben. So funktioniert das auch auf einem Luftballon. Auf dem trocknet die Permanenttinte genauso schnell wie auf Papier oder Holz. Allerdings nur, solange er aufgeblasen ist. Lässt man die Luft aus dem Ballon, verwischt die Tinte. Wie kann das sein?
Die Tinte des Permanentmarkers hält so gut, weil der Farbstoff zusammen mit den Harzen einen gut haftenden Film bildet. Aber nur auf der gespannten Oberfläche. Entweicht die Luft aus dem Ballon, schrumpelt die Gummihaut zusammen. Die Farbschicht ist nicht so elastisch wie das Gummi. Sie bricht auf und verliert ihre Haftung. Deshalb bröckelt und verwischt die Tinte, wenn man die Luft aus dem Ballon lässt. In Bautzen wird die Tinte für den Marker fertig angeliefert. Die hauseigene Rezeptur will man uns, das kennen wir ja schon, nicht verraten. Nur so viel. Bisher wurden 6500 Badewannen voll Tinte verarbeitet. Wir benutzen den Permanentmarker aber auch bei jeder Gelegenheit. Statt mit Textilstiften bekritzeln Abiturienten mit dem Marker ihre Abi-Shirts. Und wer noch CDs hat oder Fotos ausdruckt, kann diese problemlos beschriften. Durchschnittlich gibt es in jedem deutschen Haushalt mindestens zwei. Die Lieblingsfarbe der Deutschen ist übrigens eindeutig. Mehr als die Hälfte der verkauften Marker sind schwarz. Ein Stift für jede Gelegenheit. Das hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt. So gibt es heute fast für jede Oberfläche einen Marker. 18 verschiedene Typen. Einen zum Beispiel speziell für die Luftfahrt. Dieser Marker hat eine besondere korrosionsbeständige Tinte. Das heißt, mit ihm kann man Flugzeugteile beschriften, ohne sie zu beschädigen. Ein Stift für die Fleischerindustrie fiel in der Zielgruppe durch. Dafür machte er Karriere in Kliniken und Arztpraxen zum Markieren auf dem Körper. Der Metzgermarker schreibt nämlich gut auf der Haut. Egal, ob auf der von Tier oder Mensch. Für unseren Permanentmarker beginnt jetzt die heiße Phase. Alle Einzelteile aus Plastik sind fertig. Die Tinte steht bereit. Nun wird alles noch zusammengefügt. Das passiert hier in der Montagemaschine. Zuerst der weiße Plastikschaft. Ein Roboter dreht ihn in die richtige Richtung. Die Tinte kommt nicht direkt in den Stift. Zuerst setzt die Maschine in jedes Plastikröhrchen ein dünnes Schaumstoffröllchen. So sieht dieser Schaumstofffilter aus. Er saugt sie später mit der Tinte voll. Denn durch Druck auf den Stift will sich die Tinte ausdehnen und kann in den Filter kriechen. Der verhindert also, dass unser Stift ausläuft. Jetzt die Tinte. Inzwischen wissen wir ja, was sie so speziell macht. Die Maschine zapft sie aus diesen Bottichen und spritzt sie blitzschnell in die Schafte mit den Filtern. Die Schreibspitzen vorn am Stift sind aus Acryl. So sehen sie aus. Erst wenn sie mit dem Stift verbunden sind, nehmen sie die Farbe der Tinte an. Die Spitze unseres Markers ist recht dünn. Insgesamt gibt es 50 verschiedene Größen und Formen. Weiter geht es mit den letzten Plastikteilen. Das Mundstück kommt vorne drauf, um die Schreibspitze herum. Und natürlich die Kappe, damit der Stift nicht austrocknet. Das alles passiert hier in jeder Minute 150 Mal. Auch an den anderen Maschinen für unterschiedliche Farben und Modelle. Achtung, herhören! Hat jeder schon mal gehört. Dabei können nur zwei Modelle des Permanentmarkers klackern. Bei Lack- und Kreidemarkern mit zähflüssiger Farbe sorgt eine kleine Kugel dafür, dass die Tinte nicht klumpt. Graffiti-Künstler benutzen den Stift gern für ihre Tags. Und auch Politiker greifen darauf zurück. Mikhail Gorbatschow, George Bush Senior und Helmut Kohl verewigten sich damit auf der Berliner Mauer. Der Künstler Keith Haring malte einige Bilder mit Permanentmarkern. Typisch sind die Männchen mit schwarzen Konturen in seinen Motiven. Und natürlich schwören auch Promis auf den Permanentmarker. Wer will schon, dass sein Autogramm nach kurzer Zeit wieder verschwindet? Bevor er in die Läden geht, muss sich unser Held einigen Tests unterziehen. Dem ersten direkt in der Montage. Jörg Schimkus überwacht die Produktion und die Qualitätssicherung. Jeder Stift muss den gleichen Standards entsprechen. Zuerst geht es auf die Waage. Die kontrolliert, wie viel Tinte im Stift ist. Je nach Modell dürfen es bis zu 6 Gramm sein.
Spitze darf zwischen 3,6 und 4,5 mm lang sein. Was aussieht wie bunte Dekotapete, ist die nächste Prüfung, bevor der Stift in den Handel darf. Der streng bewachte Test der Schreibkraft. Auf dem Prüfstand stehen Tintenverbrauch, Schreiblänge und wie viel Tinte die Spitze abgibt. Das passiert mit maschinellen Stiftehaltern auf speziellem Testpapier. Wir haben natürlich gefragt, wie viele Meter ein Stift durchhalten muss. Aber Betriebsgeheimnis, das will man nicht verraten. Durch die Harze in der Tinte hält die Farbe so hartnäckig. Das stellt uns aber nun vor ein Problem. Wir müssen alles wieder sauber bekommen. Mit Nagellackentferner verschwindet die Tinte von allen glatten Oberflächen gut. Das geht auch ab, ist auch gut. Aber wir haben ja auch auf Haut gemalt. Nagellackentferner würde funktionieren, ist aber nicht besonders schonend für die Haut. Im Internet suchen wir nach sanfteren Methoden. Ein Tipp, Sonnencreme. Tatsächlich, damit geht die Farbe weg. Auch Zahnpasta soll helfen. Und die ist tatsächlich ein richtig guter Tintekiller. Der Nachteil, die Haut trocknet aus. Wir probieren also noch den Netztipp Nummer 3. Olivenöl. Wir haben unseren Favoriten gefunden. Mit Öl verschwindet der Permanentmarker. Und schlecht für die Haut ist es auch nicht. Es ist soweit. Unser Hauptdarsteller ist jetzt fertig. Von Bautzen aus verkauft man den Permanentmarker in ganz Deutschland und darüber hinaus. 19 Millionen Stifte im Jahr. In 10 verschiedene Länder geht ihre Reise. Eines ist jedenfalls sicher. Der Permanentmarker wird uns noch lange weiter begleiten. Bis zu 10 Jahre soll er halten, wenn man ihn gut behandelt. Und durch seine ganz besondere Tinte bleibt, was er schreibt.